Trude Simonsohn, Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt. Geboren und aufgewachsen in der Demokratie Tschechiens. Mit 21 wird sie von den Nazis verhaftet und als politische Gefangene in das KZ Theresienstadt gebracht. Dort lernt sie ihren Mann kennen und folgt ihm und ihrer Mutter nach Auschwitz. An diese Zeit erinnert sie sich nicht. Es ist eine Ohnmacht ihrer Seele. Wie durch ein Wunder überleben beide Eheleute und ziehen über Umwege nach Frankfurt. Trude Simonsohn spricht fortan zu jungen Menschen im Namen derer, die nicht mehr selbst sprechen können. Jetzt feiert die Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt ihren 100. Geburtstag. Liebe Trude, unsere Stadt Frankfurt und auch ich ganz persönlich gratulieren dir von Herzen zu deinem 100. Geburtstag. Ich bin sehr dankbar, dass du unsere Stadt, deine Heimatstadt Frankfurt, so mitgeprägt hast. Als Brückenbauerin, als gute Zuhörerin, als Kämpferin für Erinnerung und Aufarbeitung, natürlich als aufrechte Antifaschistin und als Gestalterin. Danke, dass es dich gibt. Mazel Tov. Liebste Trude, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zu deinem 100. Geburtstag. Wir kennen uns seit fast über 30 Jahren und das war für mich das reine Glück, dich als Freundin zu haben. Du bist die Ehrenbürgerin der Stadt Frankfurt und diese Ehre muss sich die Stadt verdienen, indem sie deiner Humanität nacheifert und sich verpflichtet fühlt, gegen Antisemitismus und Rassismus aufzustehen. Umarmung aus der Ferne. Liebe Trude, im Namen des Vorstands und der gesamten jüdischen Gemeinde in Frankfurt wünsche ich dir von Herzen ein großes Mazal Tov. Wir wünschen dir zu deinem 100. Geburtstag viel Freude, Naches und vor allem viel, viel Gesundheit an der Seite deiner Familie und Freunde. Du bist ein Vorbild für uns alle und nicht nur Ehrenbürgerin dieser Stadt, sondern auch unserer Herzen. Mazal Tov und alles erdenklich Gute. Liebe Trude, ich wünsche dir zu deinem 100. Geburtstag viel, viel Gutes für weitere Zeiten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und mit dir so lange auch vieles erlebt habe. Liebe Trude, letztes Jahr konnten wir wegen Corona deinen Geburtstag nicht gemeinsam feiern, wie jedes Jahr. Du wolltest, dass wir die Geschenke für das nächste Jahr aufbewahren. Jetzt ist es soweit und wir können uns immer noch nicht sehen. Auf diesem Weg schicke ich dir meine wärmsten Glückwünsche und hoffe, dass wir uns noch vor deinem nächsten Geburtstag wieder treffen. Ich freue mich schon. Geliebt und geachtet von Freunden und Familie fühlt sich Trude Simonsohn in Frankfurt zu Hause. Nach Ehrenbürgern werden oft Parks oder Plätze benannt. Aber das ist unserer Jubilare nicht so wichtig. Wenn, solle es so etwas wie ein Kinderheim sein. Hauptsache ein Ort mit viel Leben.